Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. Übergänge, im Fachjargon auch Blenden genannt, bieten die Möglichkeit, von einem Clip in den nächsten überzuleiten. In iMovie können Sie aus einem breiten Angebot wählen. Der Trainer zeigt Ihnen hier, wie Sie diese Übergänge anwenden und welche Anpassungsmöglichkeiten es gibt. So wie es für jedes Thema, wie zum Beispiel das hier gewählte Fotoalbum, bestimmte Titel gibt, die ich mir hier im oberen Bereich voransehen kann, gibt es auch im Bereich der Übergänge solche Vorlagen. Sie sehen hier in der Miniatur die entsprechende Animation. Das haben wir uns bereits im Film über die Themen angesehen. Im unteren Bereich, das heißt unter diesem Trennstrich, finden Sie dann die Standardübergänge, die innerhalb von iMovie 09 verfügbar sind. Legen Sie übrigens ein Filmprojekt ohne Thema an, dann haben Sie nur diese im Zugriff. Sie beginnen mit sehr einfachen wie Überblendungen bis zu Effektübergängen wie hier dem Umblättern, dem Öffnen des Kreises oder sogar solchen sich drehenden Würfeln oder Mosaiken. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle sehr empfehlen, auf zu große Effekthascherei mit diesen Übergängen zu verzichten. Sie sind zwar auf den ersten Blick sehr beeindruckend, wenn Sie aber zu viel mischen, kann Ihr Video schnell langweilig werden. Ich gebe aber zu, Geschmäcker sind verschieden. Wie funktioniert ein solcher Übergang nun? Sie können einen Übergang hinzufügen, indem Sie ihn hier auswählen und dann hier in Ihr Video ziehen. Ein Übergang bezeichnet bekanntermaßen immer die Anschlussstelle vom Ende des ersten Clips zum Anfang des zweiten Clips. Deswegen rasten diese Übergänge auch jeweils an diesen Lücken ein. Möchte ich die Standardzeit für den Übergang anwenden, die in meinen Projekteinstellungen festgelegt ist, so brauche ich nichts mehr zu tun. Ich habe diesen Übergang bereits eingefügt. Sie sehen hier das Ausblenden und wieder Einblenden über Schwarz. Möchten Sie für den Übergang aber noch zusätzliche Anpassungen machen, so doppelklicken Sie einfach auf dieses kleine Blöckchen und kommen zu den Informationen für den Übergang. Hier legen Sie die Zeit fest. Im Moment sind hier 12 Bilder festgelegt, also etwa eine halbe Sekunde. Möchte ich das Ganze beispielsweise auf 20 Bilder erweitern, so gebe ich diesen Wert hier an. Mit diesem Haken hier kann ich dann alle Übergänge mit 20 Sekunden aufbauen. Dies macht deswegen Sinn, weil der Zuseher praktisch beim Betrachten Ihres Filmes nach den ersten paar Blenden an eine bestimmte Dauer gewöhnt wird. Und um Ihr Video möglichst ruhig zu gestalten, sollten Sie bei ein und derselben Zeit für die Übergänge bleiben. Das steuere ich also über dieses Häkchen hier. Außerdem habe ich hier den Zugriff auf genau diese Übergänge, die Sie hier im unteren Bereich sehen. Mit dem Vorteil, dass ich über dieses Fenster das aktuell gewählte Video direkt hier ansehen kann und auch im Viewer dann die Voransicht dazu bekomme. Hier zum Beispiel das Überblenden mittels Weiß oder hier über Schwarz. Und hier solche Effektblenden mit dem aufgehenden Kreis, dem Mosaik und vielem mehr. Sind Sie mit dem aktuell gewählten zufrieden, gehen Sie einfach auf Abbrechen und bleiben bei Ausblenden schwarz. Ich bin jetzt mit dem Editieren fertig. Beachten Sie aber allemal bei der Anwendung von Übergängen, dass diese eigentlich nicht für sich Teil des Videos sind, sondern nur die Story in Ihrem Video unterstützen sollen und wie viele Cutter sagen, die besten Übergänge sind jene, die nicht auffallen.